Hallo zusammen und willkommen bei der Firma Hunkeler AG. Ich heiße Jonas Flückiger und ich habe im letzten Sommer die vierjährige Lehre als Konstrukteur angefangen. Gehen wir doch zuerst gerade in die Abteilung Entwicklung, wo du in den ersten zwei Lehrjahren deine Basisausbildung machst. Am Anfang lernst du die verschiedenen Grundlagen der Zeichnungstechnik kennen. Das heisst, Skizzieren und das Zeichnen von verschiedenen Bauteilen. In dieser Zeit schaffst du Erschaffung von Hand. Schon da, wie auch im weiteren Verlauf der Lehre, ist es wichtig, dass du eine saubere und genaue Arbeitsweise hast. Nachher darfst du schon deine ersten Erfahrungen mit dem CAD machen. Das bedeutet, du kannst Übungsteile aufmodellieren und dann auch Zeichnungen davor stellen. Bevor es dir aber mit verschiedenen Arbeiten für die Abteilung anfängt, bekommst du genug Zeit, dass du dich einschaffen kannst. Für das sind viele eigene Projekte angesagt. Anschliessend kannst du schon an deinen ersten Arbeiten für die Abteilung arbeiten. Für das bessere Grundverständnis darfst du im ersten Lehrjahr ein Werkstattpraktikum bei der Hunkeler Fertigung AG machen. Später, im zweiten Lehrjahr, hast du verschiedene Praktika, wie zum Beispiel in der Montage der Firma Hunkeler AG. In dieser Zeit montierst du vor allem Baugruppen. Im dritten und vierten Lehrjahr wirst du entweder ein Teil vom Entwicklungsteam oder vom Projektengineering. In der Entwicklung schaffst du als Teil von einem Team und hilfst mit beim Entwickeln und Überarbeiten von Maschinen. Zum Beispiel besprichst du in der Montage ein Problem und suchst dann im weiteren Verlauf eine Lösung. Wenn du eine Lösung gefunden hast, besprichst du es meistens noch im Team und wenn dann alles gut ist, führst du die Änderung aus. Wenn du im Projektengineering bist, ist deine häufigste und wichtigste Arbeit das Konstruieren von verschiedenen kundenspezifischen Lösungen. Zudem erstellst du auch Offerten. Neben den Hauptarbeiten machst du auch Layouts. Layouts zeigen, wie die gewünschte Produktionslinie schlussendlich aussieht und ob sie beim Kunden überhaupt auf der verfügbaren Fläche Platz hat. Die Arbeiten, die du als Konstrukteur erledigst, sind sehr abwechslungsreich und jede Aufgabe ist eine neue Herausforderung. Ich würde den Beruf sofort wieder wählen. Könntest du dir auch vorstellen, als Konstrukteur zu arbeiten? Dann bewirb dich doch jetzt für eine Lehrstelle oder komm schnuppern. Hier bei der Firma Hunkeler AG in Wikung.